Ja, Mensch, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Und wir dürfen jetzt wieder Randale machen. Ha, wir wären stolz auf uns, aber ich hoffe, diesmal wird er sich nicht einschleichen. Los, kipp! Na also, genauso wollte ich das. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Ja, aber allzu schwer sah es jetzt nicht aus, das auseinanderzunehmen. Ja, perfekt. Das Fenster wurde mit einer Industrieplastikfolie abgedeckt. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Ja, dann nimm halt nicht deine bloßen Hände, sondern... Nein. Nicht? Dann, den Elefanten, die Zähne? Nein. Also Hörner meinte ich besser gesagt nicht. Nein. Das da? Aha. Okay, wieso auch immer damit? Das nenne ich jetzt moderne Kunst. Passt. Alles ist moderne Kunst. Vor allem, wenn es scheiße aussieht. Jetzt sind wir hier. So, bin in Katschans Apartment eingebrochen. Ich würde eine großartige Einbrecherin abgeben. Ja, also die Nico, ich nicht, weil ich bin ja ein Kerl. Ne? Mein Gott, ich komme zu spät. Oh nein. Ich hab's befürchtet. Imelda! Oh nein. Oh, die lebt noch. Nico? Keine Bange. Es kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Ja, das ist jetzt die Frage. Kann ich die noch untersuchen? Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. An ihrem Hals befindet sich ein Medaillon. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Definitiv rätselhaft. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Jetzt steht Mola an der Tür. Nicht? Oh. Ja, der Schlüssel. Der Schlüssel, Leute. Natürlich. Macht's Klick. Wenn nicht, dann macht's gleich Klick. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im schwachen Licht sehe ich etwas metallisch aufblitzen. Jemand hat eine kleine, bösartig aussehende Metallscheibe unter die Schatulle meines Vaters geschoben. Es ist eine Wanze. Oh, chère Cousine. Du hast mir also wirklich ein kleines Geschenk dagelassen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, ist ja auch egal. Du machst mir keine Angst. Das Beste. Was für ein Asbest? Jetzt, um zurück zu der Truhe zu kommen, ne? Um zurück zu der Truhe zu kommen. Mensch. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Ja, es gab keinen Schlüssel dazu bis jetzt, denke ich. Ich nehme den Schlüssel raus. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde.
Oh. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Carchon. Grinsend. Während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Und da, gleich neben ihnen, schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Ein Brief. Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Ja, dann legen wir mal los. Hotel Saint-Georges, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry, dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter, du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren und niemandem etwas zu erzählen. Wow. Wer hätte damit schon gerechnet, dass sowas jetzt ins Tageslicht kommt? Am nächsten Morgen sitzt sie immer noch so da, wie am Das ist George. Davor. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wiederzukommen. Aber dann... Herein. Hallo, George. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufusson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Ja, Mensch. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Schau mal. Ja. Was hast du für... Okay. Ich möchte alles, wonach ich mich... Okay. Das haben wir ja schon gezeigt. Aber den Gips noch nicht. Schau mal, Nico. Eine Handvoll Gips. Ja, warum werden Männer eigentlich nie erwachsen? Was ist dein Problem, Schwester? Deine Taschen, vollgestopft mit nutzlosem Schrott, wie die eines kleinen Jungen.
Man weiß nie, wann man diesen nutzlosen Schrott einmal gebrauchen kann. Eben, denn das hier ist ein Point-and-Click mit Madame hier, also da kann man ich immer kann alles brauchen. Ich kann nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay, vergiss nicht nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf. Oh, oh, oho. Was für eine Ansage. Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Es zu enthüllen würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Karchan als Held. Ich weiß, wie man sowas macht. Ich bin schließlich Journalistin. Was können wir immer noch? Airport? Nö, können wir nimmer. Das Menü gibt's halt einfach noch. Okay. Café de la Jean de Verre, Bla, Rougerie. Das ist das Museum Rougerie, oder? Ne, Museum ist das. Ah, okay. Okay. Vielleicht ist er ja jetzt da, der Gute. Der Wärter wirkt ziemlich aufgeblasen und hat diese kalten Augen, die niemals zu zwinkern scheinen. Verzeihung. Oui, Monsieur? Sag mal an, ist er da? Wissen Sie etwas? Nein, Sir, nicht das Schild. Ach ja. Sagt er überhaupt nicht? Wie? Sie wissen... Ach so. Das okay. Ja. Okay. Vielen Dank. Nee, der ist also immer noch nicht da. Schade eigentlich. Dann fragen wir mal beim Rosso vor. Oh, ups. Ich, Herein? Ja. Hallo, George. Ja, ist okay. Ist okay. Ich gehe dann mal wieder. Ich möchte alles, wonach ich mich richten kann, ist... Tschüssi. Okay. Okay. Pass auf. So. Mensch, verdammt aber auch. Das wollte ich so gar nicht machen. Ja, mach die Tür schon. Uff. Da. Polizei. Es ist Rossos Assistent. So. Wieso habe ich eigentlich irgendwie immer dieses Bedürfnis, erstmal alles zu rechts klicken in Point und Klicks? Das ist manchmal echt schlimm. Sergeant Mouet? Ja. So, Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon. Diesmal schnappe ich sie mir. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Das wäre gut möglich. Was weißt du noch über den? In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue des Arisons. Okay. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Nein. Doch? Auf gar keinen Fall. Ja, gut, da gebe ich dir recht, aber... Na gut. Darauf ein herzhafter Händedruck. Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant? Nicht während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte man leicht missdeuten. Okay, dann halt nicht. Sergeant. Dann halt nicht. So. Und auf ins Hospital. So. Von der Besatzung des Krankenwagens ist keine Spur zu sehen. Dann kann ich da ja mal aufmachen. Ja? Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen.
so als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. So, du willst also ein Grab ausrauben. Bisschen Tomb Raider spielen hier, ne? Na gut. Die sehen hier irgendwie... Also, gut, die sieht sehr beschäftigt aus. Und der... Ich stehe hier mal ein bisschen rum. Mach ein bisschen... Verschränk meine Hände hinterm Rücken, ne? Mach ein bisschen mal an meinen Händen rum und bin einfach da und bin wichtig. So ein komischer Typ. Ich behoffe, du bist kein Doktor. Der Typ scheint sein autoritäres Image zu trainieren. Heute arbeitet er gerade an Kapitel 2, dem vernichtenden Blick. Genau das sag ich. Danke, George. Danke. Mann. Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Nein, ich will, ne? Ich suche jemanden, der Jacques Marquet heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht, er ist hier als Patient. Ach so, ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr? Es ist wichtig, ich muss dringend mit Marquet reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Ja, Regeln sind dazu da, um Ausnahmen zu machen. Mensch, ist... Komm, geben Sie sich einen Ruck. Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquet nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch. Davon einmal abgesehen, haben Marquets Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Die Sache stinkt. Oh. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquet sind? Natürlich nicht. Oh. Komm, darauf ein herzhafter Hint. Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich nicht. Dann halt nicht. Wissen Sie, was das für ein weißes Pulver ist? Aber nein, ich würde mich nie in den Job eines Apothekers einmischen. Ja, komm, heute hier ist Wet Nose Day. Erkennen Sie diese rote Nase, Sir? Nein, kenne ich nicht. Das hier ist ein Krankenhaus, nicht wahr? Keine Zirkusmanege. Wir kümmern uns um kranke Körper, nicht um kranke Köpfe. Ja, Mensch, aber heute ist Wet Nose Day. Immerhin haben heute hier bei Black Desert Guildenmitglieder Rotnase hier ein paar Mal geplättet. Also, heute ist Wet Nose Day. Was hast denn du? Was halten Sie von diesem Taschentuch, Sir? Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Probe analysieren lassen. Ja, gut, aber... Ich wollte es ja nicht rauszücken, aber eigentlich, ne? Sagt Ihnen der Name Thomas Moulin etwas? Nein, absolut nichts. Du hast ja nicht mal nachgedacht. Haben Sie je vom Club Alamut gehört? Nein, noch nie. Und schon wieder hast du nicht mal nachgedacht. Können Sie mit diesem Werkzeug etwas anfangen? Oh, alle Heiligen. Das ist genau das, was ich für meine letzte Operation gebraucht hätte. Wie bitte? Ich musste mit einer Stricknadel und ein paar Korken improvisieren. Wenn ich damals doch nur so ein Ding gehabt hätte. Mein Patient hätte seinen rechten Arm dafür hergegeben. Wir haben das Ding doch in die Wand gesteckt, das können wir gar nicht haben. Das saß da bombenfest, das hat er selber gesagt. Wieso? Ihr habt das jetzt gerade so angeklickt und dann ist es mir erst aufgefallen. Na gut, haben wir immerhin unseren Captain Unbrauchbar wieder, okay.
Schauen Sie sich das hier an, Doc. Das ist ein echter Edelstein aus dem Mittelalter. Ja, das sehe ich. Bemerkenswert. Ich muss Marquet diesen Edelstein bringen. Er könnte vielleicht seine Bedeutung erklären. Mein Bester, Marquet hat momentan andere Dinge im Kopf. Was denn wohl? Seinen Katheter zum Beispiel. Ja, so einen Edelstein wollte ich auch nicht gerne im Kopf haben. Hilfe. Das könnte ein bisschen wehtun und so ein Edelstein im Kopf, ne? Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part war's das erstmal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen, deswegen immer schön die Däumchen drücken. Und dann hoffe ich doch auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.